Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute zeige ich dir, wie du so einen Kiesfang fürs Flachdach einfach selber herstellen kannst. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie man selber einen Kiesfang herstellen kann. Dazu verwende ich jetzt so ein Aluminium mit 0,8 mm, einen Balzplank. Und ein Stück Lochblech, ein möglichst grobes Lochblech würde ich hier empfehlen. Mit einer Quadratlochung habe mir jetzt eins mit einer Quadratlochung ausgesucht mit 10x10 mm. Könnt aber auch eine Rundlochung verwenden, die sollte nur möglichst grob sein. So, das Ganze soll jetzt so aussehen, dass wir zunächst mal den Kasten selber herstellen. Aus Lochblech und dann später eine Bodenplatte aufwalzen. So in der Art. Also hier oben haben wir nachher das grobe Lochblech und können dann das nachher in unseren Kies einlegen. Also das Ganze sieht nachher im Schnitt so aus. Wir haben hier unten unseren Ablauf, unseren Flachdachablauf, in den wird das Ganze reingesteckt und der Kies kann dann wieder angefüllt werden. Vorteil ist, dass wir dann immer einen schön freibleibenden Ablauf haben mit einem freien Querschnitt an Wasser und selbst wenn das Ganze jetzt mal anstauen sollte, weil hier unten irgendwas verschmutzt ist, kann das dann immer noch hier oben reinlaufen. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Werkzeug. Ich nehme ganz gerne hier so einen Filzstift. Jetzt schaue ich mal, was wir hier noch aus dem Material rauskriegen. 33. Das Ganze möchte ich schon quadratisch haben. Ich werde es jetzt hier nochmal abschneiden. Ich mache hier eine Tafelschere kurz. Gut. Also, jetzt haben wir hier eine Höhe von ca. 5 cm Kies. Das heißt, ich möchte jetzt hier einen Zentimeter nachher abkanten für meinen Umschlag oder für meine Rückkantung. Und dann zeichne ich jetzt mal 6 cm an. So, bei der Quadratlochung habe ich es jetzt natürlich dementsprechend einfach. Jetzt kann ich einfach an den Linien nochmal entlang schneiden. Klingt mir das Ganze hier einfach aus. Und da ich jetzt weiß, dass nicht jeder von euch so eine Segmentkantbank hat, dann biegen wir das lieber an unserer guten alten 2 Meter Kantbank. So, und dann gehen wir mal her und kanten das noch hier nach. Jetzt merke ich aber hinten, dass meine Oberwange an dem Zentimeter klemmt. Also brauchen wir jetzt eine andere Lösung. So, da es mit der 2 Meter Kantbank jetzt nicht geklappt hat, wegen der Einstecktiefe von der Aufkantung, könnten wir das Ganze jetzt natürlich neu machen. Das heißt, mit einem größeren Schenkel oder mit einer größeren Höhe von dem ganzen Kasten. Ich möchte jetzt aber, weil ich das Ganze jetzt ja schon fertig habe, nicht wegschmeißen einfach und versuche das jetzt einfach mal mit dem Kantholz. Das heißt, ich werde es jetzt hier mal so anspannen. So. Und dann kennt man das einfach mal von Hand auf. Das geht ganz gut. Bei dem weichen Aluminium können wir das ruhig auch von Hand biegen.
Lamine. So. Das ist etwas runder geworden, die Kante, aber das stört mich jetzt nicht weiter. Beim Bodenstück können wir jetzt unser Maß mal ermitteln. Ich hatte hier 21, mache da einfach mal 21,3, dass wir noch ein kleines bisschen Luft haben. Und gebe dann nochmal für die Umschläge jeweils einen Zentimeter dazu. Das heißt, wir sind schlussendlich bei 23,3. So, ich könnte die Schnitte jetzt drüben an der Tafelschere machen. Ich möchte es aber hier mit der Durchlaufschere mal abschneiden. Spare ich mir schon mal den Weg. Und es klappt ja eigentlich auch sehr gut. So, da nachher auch natürlich da unten das Wasser ablaufen soll in unserem Kiesfernkasten. Versuche ich jetzt mal die Mitte anzuzeichnen. Wir haben unten an unserem Ablauf ein 12er Loch, das heißt, ich zeichne das Ganze jetzt mal ein bisschen größer an, mit 13 cm. So. Jetzt habe ich hier so einen Stufenbohrer oder so einen Schälbohrer. Dem bohre ich mir jetzt mal ein schönes großes Loch rein. Und von der Firma Kniebex, da gibt es solche praktische Blechnippler. Also den wollte ich jetzt hier mal ausprobieren, den Blechnippler von Kniebex. Der macht das Ganze jetzt natürlich etwas gröber, für so einen groben Ausschnitt passt das ja auf jeden Fall. Aber den Rest werde ich jetzt schon mit einer Idealschere machen. Ich nehme dazu immer ganz gerne die Schere nach unten, weil ich dann oben schön sehen kann, ich kann das Ganze ein bisschen näher rannehmen, damit ich auch den Strich besser sehen kann. Muss ich da unten irgendwo rumschneiden, wenn ich es so nach unten schneide. Und ich sehe einfach besser auf meine Naht. Dann kann man entweder so eine Anreißschablone nehmen mit 1 cm und hier die Kanten einfach anreißen. Oder früher haben wir das immer so gemacht, dass wir einen Zirkel eingestellt haben. Und haben das dann mit dem Zirkel gemacht. Und am Schluss geht man dann einfach noch her, kappt die Ecken, 45 Grad. Und dann gehen wir auch schon wieder an die Kantbank. So, hier kann ich jetzt mal zwei Kanten anbiegen. Und die hier, das jetzt hier klemmt, so etwa 50 Grad. Gut, die Kante wollen wir jetzt 50, 60 Grad gekantet haben. Die biegen wir noch mal ein bisschen von Hand nach. Ob unser Kasten auch hier reinpasst. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Wir können eine Seite sogar schon mal vorbiegen.
Kante hier, die nehmen wir an die Tischkante wieder dran. Jetzt habe ich hier so einen rückschlagfreien Hammer, so einen Schonhammer. Übe hier ein bisschen Druck aus. So, das reicht schon. Das gleiche machen wir dann auf der anderen Seite. Und hier auch nochmal. Dann können wir das Ganze noch zudrücken. Wollen, können wir das auch noch mal auf die Rückseite nehmen und da noch mal ein bisschen klar anschlichten. Und da ich nicht will, dass nachher die Ecken da irgendwo was am Dach beschädigen, werde ich die hier noch ein kleines bisschen abzwingen. Dazu nehme ich dann lieber ein paar übersetzte Scheren, um das doppelte Material durchzuschneiden. Einfach hier nochmal die Ecken kappen. Ja, so einfach kann es sein, so ein Flachdach-Kiesfang herzustellen. Das Material hat man meistens so oder so am Lager, also ein paar Alureste, ein bisschen Lochblechreste liegen bei uns immer am Lager rum und es ist keine große Sache. Dem Kunden tut man auf jeden Fall einen großen Gefallen, der hat dann nachher einen wartungsfreundlichen Kiesfang, den könnt ihr extra berechnen, da könnt ihr auch ein bisschen Zeit und Lohn aufschreiben. Und ja, selber bauen kann man das natürlich auch, für alle diejenigen, die sich sowas nachbauen wollen, ist das eigentlich auch eine recht einfache Sache. Ihr braucht eigentlich nicht mal eine Kantbank dazu, das könnt ihr auch, wie ich vorher gezeigt habe, mit so einem Lattenstück machen. Mit einer kleinen Falzzange und ein paar Blechscheren und so weiter. Das ist halt so die Grundausstattung, die bräuchtet ihr dazu. Aber im Grunde könnt ihr dann sowas ganz leicht selber herstellen. Der Kiesfang, der würde dann hier so auf den Ablauf, auf den Flachdachablauf einfach aufgelegt. Liegt dann nachher oben so drauf. Das Ganze wird verfüllt dann bis zur oberen Kante mit Kies. Ich empfehle dann hier zur Fixierung und dass das Ganze nicht verrutschen kann, einfach ein paar grobe Kiesel einzufüllen. Die fixieren dann das Ganze nochmal, geben dem einen sicheren Halt und haben noch den Vorteil, die grobe Kiesel, die verdrecken dann oder da verdreckt dann nicht so schnell dann hier die Löcher und alles, was so auf dem Flachdach noch liegen bleibt an Blättern, an Dreck, an Schmutz, das wird dann immer eher an der Oberfläche, dann kann das hier sich verflüchtigen, wie auch immer. Auf jeden Fall bleiben dann immer schön die Löcher offen und verdrecken nicht so, wie wenn ihr hier kleine Kiesel habt mit Dreck und Schlamm und Schlick und was es alles so gibt auf dem Flachdach. Das ist eigentlich eine gute Sache, wenn ihr da ein paar grobe Kiesel immer dabei habt, um so einen Kiesfang dann noch mit einzuarbeiten oder aufzulegen. Ihr könnt natürlich auch hergehen und euch solche kleine Metallbügelkanten aus Edelstahl, die eine gewisse Federwirkung haben. Die nehmt ihr dann einfach hier unten dran, nietet das Ganze auf und dann habt ihr ja, links und rechts hier so eine Federwirkung, könnt das Ganze einklipsen und dann hebt es auch. Wäre so die zweite Variante. Aber insgesamt eigentlich eine einfache Sache, schnell herzustellen, kostet nicht viel Zeit, nicht viel Arbeit, nicht viel Material, habt ihr alles am Lager und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben, drückt auch die Glocke hier unten, dann verpasst ihr hier kein Video mehr auf dem Kanal und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Meisterburg für Spengler TV.